Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce, eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yo, vor einiger Zeit hatte ich mich getroffen mit Kurdo. Yes, und ja, ihr habt das Snippet am Sonntag schon auf seinem Kanal gehört und jetzt habe ich ihn am Start. Wir haben zusammen sein Album sozusagen durchgehört und ja, darüber gesprochen. Wir haben auch über natürlich viele andere Sachen gesprochen. Freunde, ich halte das Intro kurz. Wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Da verlosen wir auch noch mal 2 limitierte Boxen von Kurdo. Jetzt erstmal viel Spaß. Das ist Intro auf jeden Fall. Das wollte ich genauso haben, nicht anders. Yes, yes, ja, Kurdo in the house. Willkommen bei hiphop.de. Yes. Ich bin so verdammt gut in Form wie niemand vor mir. Ich bin so gefährlich, dass ich manchmal selbst vor mir Angst kriege. Das solltest du dir merken. Vollkontakt, 11. Stock, 11. September. Ich rappe mit nem steifen Sack, mir wer hat sich verändert? 10 bis 3, es geht los auf die Plätze. Deutscher Rap kriegt ne Rechte, deutscher Rap ist ne Lesbe. So wie Anastasia Hartleib, diese Fake-Schlampe. Olli Von Skinny sehen aus wie 2 AIDS-Kranke. Machen mir auf Frauen verstärkt, plaudern zu viel. Aber das ist Rap-Nutte und kein Frauenmagazin. Du liebst Rap und würdest dafür dein Leben opfern? Puh, dafür ficke ich dein Leben, Opfer. Mann, ich scheiß auf dein Hip-Hop-Magazin. Geb ich ein Interview, lutscht die ganze Galaxie. Ihr wollt in der Juice stehen? Ich will euch bluten sehen. Was für eine Welt, 30 Euro und die Hure bläst. Ich kämpf weiter, auch wenn die Wunde brennt. Denn ich mache Ghetto-Rap, Ghetto-Rap in Unterhemd. Ich bin wieder in den Charts und alle zittern, als hätte ich ein Attentat geplant. Es geht, ihr seid wieder in Gefahr. Das ist älter Stocksong, steck dein Frieden in dein Arsch. Es geht. So. Okay, geil. Oh, das ist Intro. Es fängt asozial an. Muss. Ja, oh. Ich hab gelesen, deine Fans rasten voll aus, weil die lieben dich am liebsten asozial auf 11. Stockbasis. Ja, was heißt asozial? Ich finde einfach nur, wenn man die Wahrheit sagt, weißt du, ein bisschen härter, hört sich auch härter an so, aber ich finde, das ist richtig, besser so, als wie wenn ich jetzt sage, ich will die Masse treffen, dafür darf ich so eine Wörter nicht benutzen und so weiter. Ist ja, ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, aber ist ja so, wenn man zum Beispiel so einen Dance-Track macht, wie zum Beispiel, hast du ja auch gemacht. Aber ich habe gesagt, was ich wollte, so. Ja, aber ich meine nur, es ist auf jeden Fall anders, als wenn man die Masse treffen will, spricht man auf jeden Fall anders, als klar, wenn man einfach... Klar, natürlich. Wenn du jetzt so einen kommerziellen Song machst und du unbedingt willst, im Radio zu kommen, so, ja, dann musst du das machen. So. Ich verstehe das. Ist auch nicht schlimm oder irgendwas, wo ich sage, das ist nicht Rap. Nur, was ich an diese Rap oder 11. Stock-Sound empfinde und wie ich da auch das den Leuten rüberbringen will, finde ich, ist genauso richtig. Mhm. Hast du, denkst du darüber nach, bevor du ein Album machst, denkst du darüber nach, was die Fans wollen oder wer was will? Oder definitiv. Sagst du einfach, ich habe einfach Bock? Also diesmal war das wirklich schon 100% für die Fans. Davor, ich sag mal, die letzten 2-3 Alben, die ich gemacht habe, habe ich natürlich darauf geachtet, dass die Fans zufrieden sind. Aber auch irgendwo, dass ich sage, ich als Künstler will auch ein bisschen mich weiter entfalten, so musikalisch. Mhm. Weißt du? Mhm. So, aber ich achte schon, bei diesem Album habe ich sehr drauf geachtet. Mhm. So. Wenn du jetzt sagst Fans, achtest du auch auf Kritiker, also Magazine, Radios, die irgendwas über dich sagen? Natürlich. Nee. Doch, habe ich gemacht. Also du kritisierst die Kritiker zurück sozusagen, ja, aber... Wenn die falsch sind, ja. Ja. Okay. Nee, ich meine nur, achtest du auf Kritiken, wie zum Beispiel, wenn eine Kritik gibt, so viel gab es jetzt nicht, aber ich meine, also zu letzten Abend... Bei dir ist ja so, man ist irgendwie eine Sparte, man ist eine Geschichte gewohnt. Mhm. Und wenn ein Kritiker ankommt und sagt, ja, gut, er hätte mehr das und das machen können, achtest du darauf, gehst du darauf ein, denkst du darüber nach bei der Produktion oder lässt du dich nicht beirren von sowas? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Es kommt drauf an, wenn es einer ist aus der Rap-Szene und selber rappt und viel Erfolg hat, so dann ja. Aber wenn irgendein Interview kommt, verstehe mich nicht falsch, bei allem Respekt, aber es gibt halt so gewisse Interviewer oder wie sagt man, Journalisten. Ja, Magazine, Journalisten, ja. Aber ich meine auch nicht nur mal die, aber ich verstehe, was du sagst. Ich wollte nur sagen, überhaupt, auch Rapper, ja, klar. Auch Leute, ich achte drauf. Genau. Fans, klar. Geachtet, genau. Ja, weil das sind ja meine, ich finde auch, das sind ja meine Zuhörer und man muss ja auch ein bisschen den Leuten entgegenkommen. So. Man kann natürlich seine Schiene fahren. Ist alles schön und gut, aber wenn du auch willst, dass die Zuhörer zufrieden sind, muss man auch auf jeden Fall auf die hören. Mhm. So ist ja klar. Ich achte drauf und wenn es eine Kritik ist, wo ich denke, das bringt mich weiter, wenn ich das besser mache, tue ich das auch. Na okay, sehr gute Einstellung. Ja. Ist ja ähnlich wie beim DJ, wenn er im Club ist und die Leute tanzen nicht, aber er hat gerade seinen Spaß so, will keiner tanzen, also was machst du da? Also nein, ich bin Künstler, das ist mein Ding. Dann denke ich auch immer,
Mach einen Kompromiss, guck, dass du deinen Schuh hast, aber guck auch auf die Leute, die müssen auch tanzen, die müssen sich auch bewegen. Ne? Weil du stellst dich ja im Endeffekt dahin, dass die Leute auf jeden Fall unterhalten oder entertained werden und das auf deine Art und Weise, da musst du auch ein bisschen entgegenkommen. So. Klar kannst du ab und zu mal so Funkmusik laufen, so Michael Jackson, dieses Ding, dann musst du aber auch mal Tupac reinmachen am Ende. Weißt du, was ich meine? Ja, du musst so. Man muss schon auch ein bisschen gucken. Manchmal mehr so, manchmal mehr so, aber man muss einen Kompromiss finden. Genau. Ne? Ja gut, weiter geht's. Weiter geht's. Was haben wir hier? Wie viele Tracks sind es insgesamt? Insgesamt 20, okay. Aber 14 auf der Platte. Auf der 11. Stock Sound 2 Platte. Dann habe ich noch, ich weiß auf Iranisch, Ridam, was das heißt, aber... Dein Iranisch ist gut, ne? Ja, ich habe viele iranische Freunde. So, du haust manchmal am Ende des Telefonats immer noch ein Wort raus, dann habe ich kurz das Gefühl... Ist kurdisch, aber das sagt man auch auf Persisch, weißt du, was ich meine? Und weil du es auch so perfekt aussprichst, dann habe ich immer das Gefühl, habe ich iranisch mit ihm geredet oder mit Deutsch? Kennst du, am Ende sagt er noch Barsche. Ich so, habe ich iranisch mit ihm geredet? Weißt du, das Problem ist bei mir, ich rede sehr viel Deutsch, gemischt mit Kurdisch, Arabisch, auch türkische Wörter, persische, weil ich auch die Musik immer feiere und dann bleibt es auch irgendwo hängen. Ja. Der zweite Track heißt? Ich rappe nicht aus Spaß. Okay, let's go. Yeah! Glückwunsch, deutsche Rap ist in der Popliga, jede zweite ist gesigned, alle sind in Goldfieber, alle machen Sommerhits, den Sound für den Club, aber keiner macht den Sound mehr für uns. Ich meine Jungs wie wir, die nicht tanzen in der Diskothek, Jungs wie wir ficken deine Schlampe mit Gesichts-OP, Jungs wie wir, vor dem du die Straßenseite wechselst, mein Revier hält sich nicht an deine Scheißgesetze. Jungs wie wir, die echte Waffen lieben, ich meine Jungs wie wir versuchen sie abzuschieben. Jungs wie wir haben eine 5 in Deutsch, aber Jungs wie wir reden nicht mit Jungs wie euch, rede nicht mit mir. Mein Vorbild ist tot, ich bleib Ghetto, Mann, ich scheiß auf die Vorbildsfunktion. Scheiß drauf, ja dann kämpfen wir selber. Fick Rap, es ist wieder 11. September. Kriege Ghetto, ich muss gucken, wo ich bleib. Kriege Ghetto, wo ich scheiß auf Polizei. Kriege Ghetto, ich rappe nicht aus Spaß. Ich bleib Ghetto, denn ich lieb nur ein Mann. Okay, geil. So hat ihr auch die Aussage getroffen. So mittlerweile, ich fand es wichtig, mal es zu sagen, weil es gibt ja gewisse Rapper, die rappen einfach wieder hart, aber sagen nicht die Lage. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir sind auch noch da. Ich höre auch hier gerne, sehr gerne Ghetto-Rap. Und ich finde, es wird einfach zu wenig davon gemacht. Ich finde nicht die Sparte Autotune bzw. musikalische Rap, finde ich nicht verkehrt. Aber ich finde, es gibt auf jeden Fall, du kannst verschiedene Rap-Dinger machen. Du kannst ja auch so ein Funk-Rap, hat ja auch Bowser gemacht, ne? Hat sich auch gut angehört, Nemo hat es auch gemacht. Hat sich ja gut angehört, aber ich finde, es fehlt an Ghetto-Rap einfach. Und deswegen habe ich diesen Song auch geschrieben und stehe 100% dazu. Was macht Ghetto-Rap aus? Also was ist genau das Ding, weißt du? Was sind die Zutaten von Ghetto-Rap? Ich kann dir jetzt die Zutaten nicht so genau sagen, aber ich finde dieses Gefühl... Du musst ja kein Gangster sein, um Ghetto zu sein. So, weißt du, ein Gangster ist ja halt einer, der wo wirklich jeden einfach keine, sag ich mal, Hemmung hat. Der wird alles machen. Um Geld zu machen. Um Geld zu machen. Ja, was für manchen nicht verkehrt, für manchen ist es verkehrt. Aber ich finde, dieses Ghetto-Ding ist einfach, wie du gelebt hast. So, wie ich gelebt habe, kann ich dir ja gerne sagen. So, das ist dieses Kopffix morgens, du stehst auf direkt. Vater fängt an, übersetzt mir diesen Brief, dann sagst du, ich verstehe dieses Fachwort nicht. Dann sagst du, warum warst du in der Schule? Weißt du, ich meine, du hast ja nicht dieses Fachwort. Und dann kommst du, dann dein Bruder fängt irgendeinen Streit an, wegen Klamotten, wegen das, wegen dies. Verstehst du, was ich meine? Und dann gehst du raus, gibt's Probleme, einer kommt, will es klären. Dann kommt er auch in diesen Streit einfach rein, weißt du, was ich meine? Wow, so, dann kommen Briefe, die ficken deinen Kopf. So einfach, du siehst eine Tür, die ist offen, du willst gerade reinlaufen, bam, wird sie zugemacht. Und das ist dieses, finde ich, dieses Ghetto und darüber rappe ich. Also Auswegslosigkeit, Druck. Genau, das ist das. Und natürlich... Das ist auch so dein Sound, ne? Damit bist du auch groß geworden. Ja, klar, natürlich. Ja, natürlich auch dein, du hast so eine Rotzfresse, Rotzfresche, das war... Schöne Sitzerwiese, dich hier beleidigt. Das ist eine freudsche Versprecher. Ja. Nee, das war eine rotzfreche Stimme,
Wenn du so, weißt du, so irgendwie, du hast immer so diese, du spuckst beim, also mhm. die Spit des Bars, wenn man auf Englisch sagen, ne? Ja. Du spuckst das so. Und ich mache das, das passt dann noch mehr zu den Aussagen eigentlich. Ich finde ja auch, dass du beim Rappen auf jeden Fall auf die Aussagen achtest, wie du etwas sagst. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Du kannst wirklich einen Scheiß. Ja, einen Scheiß wenn, Frage ist, wie man es sagt. Genau, das was ist du das. Auch sagst. Ja. Das ist auch immer so. Das stimmt. Ich habe mal gelesen, man kann jedem Menschen, egal wem, alles sagen. Es kommt nur darauf an, wie du es sagst. Das stimmt. Ich bin so ein Mensch, wenn du mich anschreist, block ich einfach. Mhm. Ich block, bei mir gibt es gar nichts. Ich höre nicht mehr zu. Mhm. Ich sehe schwarz. Verstehst du, was ich meine? Und das ist so eine Sache, wie du etwas sagst. Ja, ob ja. laut oder nicht laut, aggressiv, nicht aggressiv. Mhm. Und ich finde halt, Ghetto Rap muss nicht aggressiv jetzt aggressiv sein, aber härter. Also du musst schon ein bisschen härter mit jemandem darüber reden. Weißt du, ich meine, über die Probleme. Ja, das ist auch, ganz ehrlich, ne? Das ist auch bei Tupac so, dieser Hit 'em Up. Mhm. Das ist ja einer der besten Diss-Tracks aller Zeiten. Ich glaube, wenn man immer noch, wenn du es jetzt hörst, der Typ ist 20 Jahre tot, aber wenn du es jetzt hörst, hast du das Gefühl, da steht einer neben dir und der schreit dich an. Ja, weil das, aber gar nicht mal, weil er so laut schreit, sondern es kommt vom Bauch so, ne? Vom Herzen kommt das. Boah, gebeten. Du hast das Gefühl, ey, wow, Alter, weißt du, was ich meine? Energie. Du willst die richtige Rap machen. Ich höre dich, Alter. Auf Hit 'em Up, ich weiß nicht, ich habe früher in so Clubs aufgelegt, wie zum Beispiel in Oberhausen, Turbinale, Grüße. Digga, du spielst den Track safe, Einschlägerei. Ja, weil die Leute sich auch. Ja, das ist normal. So. Du bist besoffen, du bist in diesem Film, weißt du? Du bist im Modus so. Ja. Oh, wer will was? Schießt, ne? Aber ich finde es auch nicht verkehrt so. Ist okay, wenn man sich Schläge hat so auf einen Song. Nein, du weißt, was ich meine. Wenn du unbedingt aggressiv bist und du willst etwas rauslassen, da ist sowieso jemand, der fuckt dich die ganze Zeit ab. Ja. So. Und dann, es ist wirklich so, Musik verführt dich manchmal. Verführt dich zu verschiedenen Sachen, immer zum Nachdenken, zum Deep, zum Runterkommen, aber auch vielleicht energetisch zu werden. Ja, klar. DJ Premier hat mal gesagt, als er angefangen hat zu DJen, haben die immer so, sind die in so Parks gegangen, wo die Basketball gespielt haben, dann haben die sich so Strom geklaut von so Leitungen und so, richtig ghetto. Und er meinte, je besser er aufgelegt hat, desto weniger Schlägerei waren. Er meinte immer, wenn ich gesehen habe, ey, das ist gerade ein bisschen Ärger, dann den nächsten Hip so. Er meinte, ich habe echt damit verhindert, dass Schlägereien passieren, also Musik. Kann sein, wirklich. Ich bin ja auch so, wenn ich morgens aufstehe, ich habe diesen Druck, heute muss ich das machen, das machen. Und ich höre sehr gerne Masti Haide, kennst du die? Mhm. Iranisch. Dann kommst du klar. Ja, oder Mohin. Ja, weil das so beruhigt mich. Ist ja. Es ist halt so Musik aus meiner Kindheit, die ich da kennengelernt habe. Und es beruhigt mich, das ist so. Kann ich auf jeden Fall sagen. Rap brauche ich dann so mittags, abmittags. Das ist alles abgefuckt. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Gibt es einen Lieblings-Energietrack, den du hörst, wo du sagst, Mann, Alter, boah, wenn ich den höre, dann bin ich wieder da. Ich bin momentan? Ja. Ich sag dir ehrlich, es gibt diesen, gerade momentan, also ich habe sehr viel AZ gepumpt letztes, also dieses Jahr war das noch, wo wir das Album geschrieben haben, da war sehr viel Energie drin. Und das hat mir auch gefallen. Und ich höre momentan sehr viel Französisch. Hm. Wen dann? Nenn mal ein paar. Ich zeig dir ein Album, aber das kennst du. Das höre ich die ganze Zeit. Bruder, Mauvais Garçon. Anton de Bruy, Tu m'as téléphone, sans fil. Boah, alles vorbei, Das ist so ein Stil, da merkst du. Diese Mucke gibt es leider nicht mehr. Ne? Aber er selber macht auch nicht mehr. Ja, aber ich kann es immer noch pumpen. Ich liebe das. Weißt du, was ich meine? Das ist krass. Ich finde auch seine neue Musik gut, aber ich finde, das hier ist so, das passt zu mir. Ich liebe den auch. Also ich habe damals, ich weiß noch, der Beat von Mauvais Garçon, den hat ja auch mal, glaube ich, Hengst, Bushido Diss, irgendwie sowas. Die haben stimmt, das ist ja der erste Song gewesen. Genau. Ja. Hatte ich auch. Also da war nur der Beat zerstört dich schon, wenn er kommt. Und dann diese Glocken. Aber überleg dir mal so, wann wir angefangen haben und wann er damit angefangen hat. Ja, krass. Safe. Man muss auch sagen, man muss ihm die Props geben. Er hat schon Autotune-Musik gemacht, aber im Endlevel nicht so ein bisschen, sondern Endlevel-Autotune. Ja, mehr geht nicht. Mehr Autotune passt nicht. Drauf. Ja, wo Leute so ein bisschen angehaucht haben. Ja, wo wir in Deutschland noch, wir kannten Autotune hier von Cher oder so. Ja, genau. Do you believe in love? Genau. Da war voll Autotune und Lil Wayne hat, glaube ich, Carter 2, Carter 3. Ja, da bin ich so ein Abgefuckter. Ich mag so gar nicht so das, was er macht. Sein Business ist krass. Aber wie gesagt, Buba, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Buba hat es auf ein Level gebracht, was Deutschrap jetzt macht. So. Und das war früher. Ja, weißt du, ich meine? Ja, vielleicht. Der war seine Zeit voraus. Und ich finde immer gut,
wenn der Typ, der größte Typ im Land, das war bei uns lange nicht so, aber der bekannteste oder die bekanntesten Rapper im Land, auch die sind, die die Musik am weitesten nach vorne bringen. Bei uns war das so, ganz lange muss ich sagen, ganz lange war es so, dass die berühmtesten in Deutschland oder die bekanntesten nicht die waren, die mit der Musik am innovativsten waren. Jetzt ist das so. Jetzt hast du Raf Bones, ja. AZ, Marze, Zuna. Ja, aber die machen ja alle gut. Und die sind alle vorne. Also die sind innovativ und vorne. Mhm. Früher war das so, keine Ahnung, du hattest Leute, die waren die berühmtesten, die haben einfach keine innovative Musik gemacht. Die haben einfach nur... Ich weiß, was du meinst. Du, das war auch genau diese Zeit so, wo du 5 Rapper hast, ja. Fertig. Ja, also, ja, ganz genau, ganz, ja, genau, ganz, okay, genau. Ja, aber ich finde auch, jetzt ist gut die Zeit, dass auch alles läuft. Ich meine, guck mal, was die ja machen, ist ja auf Next Level so, weißt du? Ich meine, wenn die jetzt Autotune benutzen, es sitzen Leute daran, die sich damit befassen so. Ja, genau. Weißt nicht du? Nur einfach nur den Plugin anmachen. Das war ja früher so. Einfach, ja, den Autotune-Plugin anmachen und ja, wir haben Autotune drauf. Das ist ja, weißt du, ja, wie sich das anhört, wenn das einer kann, ja, und wirklich dann die Töne macht? Genau. Oh, dann ist richtig geil. Ich habe es jetzt bei ein, zwei Künstlern gesehen, dass sie vorher die Töne spielen und, ja, das ist krank. Also so weit will ich gar nicht denken, sag ich ehrlich. Okay. So, wenn ich wieder so eine Musik mache, dann will ich schon mit Produzenten da sitzen, die sich darum kümmern. Ja. So. Bist du denn, ist auf dem Album Autotune zu erwarten oder erstmal gar, nein, nicht? Gar, das ist nicht jetzt erstmal so wieder, ja, straight up. Komplett. Ich kann dir auch den nächsten Song zeigen, ja, aber ja, ich glaube... Wie heißt der? Sag immer gerne, wie der heißt. Vielleicht ich muss immer diese Dinge hören, weil ich habe das auf Dropbox. Ja. Okay. Aber... Ich sag auch mal, wer es produziert hat. Wello? Ja. Den Track kenne ich und ich glaube auch, dass ich das Sample kenne. Nee, das ist gar nicht gesampled. Ist eingespielt, das hat, okay, Sino gemacht. Hammer. Hört sich so an wie ein iranisches Singer. Genau, ich habe es auch gedacht. Er hat mir den Beat gezeigt und ich war gerade an einem anderen Song am Schreiben. Ja. Wir waren hier im Studio, das war wirklich ein Bootcamp, ne? Ja. Wir haben geschrieben, er hat produziert, ich habe geschrieben. Dann bin ich immer reingegangen. Wir waren alleine im Studio. Da hat so seine Künstler, seine Produzenten, die ihm Samples schicken. Mhm. Es sind, ja, auf jeden, okay, Fall verschiedene Samples, aber, ja, das ist nicht gesampelt. Okay. Und dann hat er mir den Beat gezeigt und ich so, nee, what's up, also, weißt du schon, so, lass mich in Ruhe, Alter. Und dann, ja, ich war sowieso am Schreiben. Dann kamst du in den Mut, ne? Genau, genau. Raus, und am nächsten Tag, wir sind so mit frischem Kopf, ja, aus, ja, Sport raus. Ich höre mir diesen Ding an, ich sage, Bruder, ich rufe jemanden an. Ich sag, guck mal, ich will jetzt genau wissen, weil Wello habe ich die ganze Zeit in Belgien gehört, in Holland, und ich höre die ganze Zeit, die sagen Wello, Wello, Bruder, Wello, Wello, Brother, sagen die, gell? Mhm. Und dann sage ich, genau, was heißt es genau übersetzt? Er sagt, Wello bedeutet nichts, habe ich nicht, so, null. Ich sag, okay, und einfach genau so, ne? Er spielt es aber nicht so, da, 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 Wello, so. Ja, kennen ja alle, denke ich. Den können wir vielleicht skippen. Ist ja wirklich ein schöner, sehr Bock, schöner Song. Aber nee, nee, also ich habe den ein paar Mal gehört. Ja, ja, ich denke, die Leute auch, die Klicks sprechen ja. Ja, ja, klar. Auf Spotify und ist es auf jeden Fall explodiert. Ja, so. Glück gehabt, ne? Also, warum? Ja, ich sag dir gleich. Lass mich nur nicht, ich will nur nicht, dass mitten im Gespräch die Kamera ausgeht. Okay, Brasa. Ja, was, wir waren da stehen geblieben, dass du gesagt, genau, hast. Ich habe gesagt, hast Glück gehabt. Ja. Warum? Also, was heißt Glück? Du kannst es ja auch. Also das wäre. Ich will nur wissen, was damit. Ja, ich sag dir, wenn man sagt Glück, dann hieße das. Also damit will ich nicht sagen, dass du es nicht kannst und Glück. Das, ich will anders sagen. Ich will sagen, ich freue mich für dich, dass der Track so funktioniert hat, mit deinem alten Sound und einem deepen Track funktioniert hat. Ja. Jetzt in der, das haben wir vorhin gerade haben wir gesprochen, in der jetzigen Zeit, wo, danke, alle nur noch singen. Gut und Glück, und das will ich nur sagen, dass der Track gut durchgeht. Also, das heißt, ja, aber findest du nicht, das war immer schon so? Wenn der Song mit, gut ist. Der stimmt. Also, du brauchst, für einen guten Song brauchst du ja kein Autotune. Weißt du, was ich meine? Nee, sowieso nicht, klar. Das ist das, aber ich vertraue darauf, weil ich denke, wenn du gute Musik machst und das, ich achte ja sehr viel auf die Lyrik, ne? So, dass auch authentisch ist und es auch von mir kommt. Ja. Ich kann zum Beispiel kein Ghostwriting, das kann ich nicht. Ich kann weder für jemanden schreiben, noch jemand, dass er für mich schreibt. Okay. Einfach, weil ich es nicht gewohnt bin und noch nie ausprobiert habe. Und deswegen achte ich sehr viel auf die Lyrik und ich bin mir sicher, dass jeder, der authentisch ist, über das rappt, wie er ist einfach. Hm. Fertig, das kommt rüber. Das, also du achtest schon, also es gibt ja auf jeden Fall so einen Sprachschatz, den würde ich als den Kodo-Sprachschatz bezeichnen, weißt du? Hat ja jeder Rapper, jeder gute Rapper. Bei guten Rappern kannst du die auch leicht nachahmen, weil du kannst deren Worte so nachmachen. Mhm. Und auf jeden Fall würde ich dir da zustimmen. Ich würde auch sagen, du hast auf jeden Fall so ein Kodo-Wörter, gibt's. Das ist eigentlich ein Kompliment. Wenn man jemanden, ja, gut nachmachen kann, dann hat der seinen eigenen Spaß. Ja, klar. Das ist gut. Nächster Song? Ja, gerne, nächster Song.
ich es zurückmachen? Wie du magst. Ja. Und kannst auch mittendrin einmal zeigen, dass du. Ja, ja. Bist du wieder drin, André? Die Beats sind Killer auf jeden Fall. Beats bisher Killer. Sino. Alle Sino? Fenster runter, Arme raus, spuck auf dein Gartenhaus. Ich hol meinen Harten raus, du willst Krieg, ich warte drauf. Bleib ein Emmert-Kunder, tätowierter Kunder. Deine Kaffee schluckt grad, also mach mir nicht auf Muchtal. Alles läuft dir super, zieh die Scheine aus dem Drucker. Red nochmal von Schutzern und ich fick deine Mutter. Immer noch Ghetto, nur mit mehr Bargeld. Und die Noten, die ich heute ficke, tragen Versace. Guck, der Sheriff will die Straße kontrollieren. Doch er scheitert, denn der Kriminelle wird kurz gestoppt. Doch macht weiter, Kopf zur Seite. Ach du Scheiße, ich hab wieder Langeweile. Schreib ne Zeile, du kommst nicht alleine. Kein Problem, ich fick euch beide. Einfach weil ich Lust hab, voila, einfach weil ich Lust hab. Top, Lash, Wesh, Wodka, Red Bull, Russland. Wodka, Red Bull, Russland. Wodka, Red Bull, Russland. So. Okay, ja. Weißt du, das ist so ein bisschen so auch so dieser Style von mir selbst, den ich liebe. Ja. Diese Flows wechseln, wieder reinkommen. Ja. Bisschen stottern, bisschen. Da war auch wieder der Kodo-Style, der die Worte 100%. Anders aussprechen, als sie normalerweise ausgesprochen werden. Und dann mit dem A auch, nicht, also Mutter. Ja. Und so das. Wie man das sagt, ne? Also ja, wie man das eigentlich. Ja, stimmt. Genau. Es ist halt, es fällt halt nur nicht jedem so leicht. Das, wie man normalerweise sprechen würde, normalerweise auf der Straße unterwegs ist, das zu übersetzen dann beim Schreiben. Mhm. In meinem Schreiben ist es auch so, wenn man ein Drehbuch schreibt oder wenn man einen Film macht, auch wenn sich Leute dran setzen, die sich damit auskennen, es ist eine Sache, das zu machen, andere Sache ist es, niederzuschreiben und dann noch echt zu bleiben. Mhm. Bei der Übersetzung wird das immer... Aber das ist, bei solchen Songs, Gott sei Dank, fällt es mir nicht schwer, ja. Muss ich euch sagen. Ja, gut, Alter, du machst das schon echt gut. Auch die letzte... Promophasen, da immer mit Vlogs und so. Mhm. Nur bei der Maggio, wie hieß das Album nochmal? Blanco. Blanco, ja. Der war ein bisschen crazy, Promophase. Ja, war auch viel dazwischen. Auch war ja so, dass wir direkt nach unserem Album noch ein Album gemacht haben. Ja, war ein bisschen zu hektisch für euch beide, war zu viel Arbeit. Ne? Sehr. Aber ist gut, wir haben einen guten Anfang gemacht und ich sag mal, es wird immer so, der erste Teil wird immer so ein bisschen mehr kritisiert, weil du dann im zweiten Teil ein bisschen mehr Gas gibst. Und ist auch für uns gut. Jetzt müssen wir halt mehr Gas geben beim nächsten Teil. Ihr wollt auf jeden Fall noch einen machen? Ich definitiv. Wenn Macho das kann, gerne so. Ich bin auf jeden Fall da und noch eine Schippe drauf, so auf jeden Fall. Okay, geil. Wenn nicht sogar zwei. Also das ist jetzt auf jeden Fall die offizielle News, Alter. Blanco 2 kommt, Alter. Ja, also wir müssen auf jeden Fall noch vorarbeiten. Ja, ja, alle. Ja, Macho. Wenn der auch wieder gesund ist, hast du ja gehört, dann... Der Typ ist ein Tollpatsch, ich schwöre es dir. Es ist gut, dass er nur ein Bein gebrochen hat. Ich bin froh, Mama. Gut. Nächster Track. Warte, wir waren 1, 2, 3... Ich glaube, 5 sind wir. Ja. Ja, Jacke zu, Kopf hoch. Es ist 0 Uhr, vernebelt und Vollmond. Wir sind Jungs aus der Gosse. Wir haben die Regeln nicht beachtet. Scheiß drauf, wir sind bewaffnet. Augenringe vom Geld machen. Ach, das sind Pelzjacken, Gauratz in S-Klassen. Guck, der Typ, der gestern auf dem Satzsack schlug, ist heute frisch entlassen mit einem Hamstertuch. Und der Typ wollte mal das Maximal. Heute liest der Hajja vor sein Grabstein ein Fatiha. Radikal, Walla, alles läuft schief. Deine Welt geht kaputt, wenn dein eigener Freund zieht. Doch wenn dein Freund schießt, musst du gerade nicht den Tage zählen, darfst nicht reden. Psch. Ja, es war ein weiter Weg, doch heute ernähren wir zwei Familien, die von hier und die in der Heimat leben. Schieb dein Film doch, alles hat ein Ende. Mach einen Anfang, denn alles hat ein Ende. Mach dir keinen Kopf, bra, alles hat ein Ende. Leben auf Risiko, sterben als Legende. Schieb. So. So ein bisschen mehr oldschool als gedacht, ne? Ja. Gute Bilder, die du da sozusagen in den Texten malst. Mhm. Man kann sich das gut vorstellen, du beschreibst das gut. Und das ist gut, das freut mich immer, sowas zu hören. Auch von Anfang an habe ich es immer gehört, dass, sag ich mal, in Kurdo, wenn er Texte schreibt, direkt ein Bild im Kopf hat. So, weißt du? Und das habe ich versucht, auf jeden Fall hier auch nochmal richtig nochmal zu machen. So, oder? Genau. Perfekt. Alles bei Sino im Studio auch? Oder alles bei Sino. Hat er Beats geschickt und geht dann, erzähl mal ein bisschen zu der Produktion. Das krass war ja bei, ich kenne ja so normalerweise, ich kenne ja normalerweise so, dass ich Beats geschickt bekomme. Ja. Ich schreibe drauf, dann gehe ich in Studio XY
Und das wird dann weitergeleitet, Mixing, ja, Mastering, ja, bla 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 bla. Und am Ende hörst du diesen Song. So. Und dann hast du auch, wie wir Ausländer sind, so machen wir alles Plätze, ganz ja, Plätze ja, druck. Dann hast du auch keine Zeit mehr zu verändern. Ich glaube, das haben aber alle kreativ. Verstehst du, was ich meine? Und diesmal war das einfach ganz anders. Diesmal haben wir direkt nach Blanco, also September 2017. Wow, haben schon lange schon. Ja, wow, okay. Direkt. Wir sind auch hier, gibt es in München so eine ganz große Bücherei. Ich weiß nicht, wie das heißt, so, aber ja, so bibliothekmäßig. Da gibt es auch Musik. Da sind wir uns, glaube ich, 5 Stunden haben wir uns nur Samples angehört. So, weißt du, alte Musik. Okay, krass. Wirklich persisch, kurdisch, arabisch, Ritterzeiten, so diese ganzen alten Dinge. Ja, ja, voll, ja. Aber wir, wer macht das noch, Alter? Keiner hat doch mehr. Ich wäre auch selber nicht da drauf gekommen, aber Sino ist ja ein Vollblutmusiker. Geil. Und der hat direkt gesagt, komm, wir machen das. Und die meiste Zeit hört man, also ich muss sagen, modernerweise funktioniert das nicht mehr so. Mhm. Das habe ich früher auch gemacht. Es ist so, du vergisst auch die Zeit. Irgendwann guckst du so, boah, wisst ihr, 6 Stunden Samples haben. 5 Stunden. Weil manchmal verliert man sich im Samples. Man liebt die Samples. Man weiß schon, damit kannst du gar nicht machen. Ja, aber klar, es gefällt dir. Aber es gefällt dir, irgendwas gefällt dir voll. Ich gucke, 5, 6 Stunden haben wir da das. Letzte Mal, ja keiner, als ich in der Bücherei war, war ich 10 Minuten schnell Karte neu machen, damit mein Bruder noch nicht. Weiß ich nicht, ne? So was habe ich gemacht. Aber das war gut. Das war so. Hat mir gefallen. Macht noch einer eine Büchereikarte? Ich habe noch mit 6 Mark oder so. Oder hat schon. Nee, 6 Mark war das. In der Stadtbücherei in Essen habe ich mir eine Karte gemacht. Okay. Dann bin ich hin, habe alle Asterix-Obelix-Bände und so geliehen oder was. Dann später, als ich mich für Graffiti interessiert habe, gab es ein Graffiti-Buch oder zwei. Das war immer schon verliehen. Ja, und dann haben Graffiti-Leute das immer geliehen. Und also wir sind nie zur Bücherei, sondern es kam immer so ein Bus in unsere Schule. Hattet ihr das? Nee. Kam so im Pausenhof, freitags oder so. Und dann haben wir uns so CDs und so weiter. Ja, ja, aber ja, niemals Bücher. So, ja, weißt du, ich meine, obwohl nicht schlecht ist, weil ich lese auch mittlerweile Bücher, aber damals habe ich sowas hat mich nicht interessiert. Ja, ja, das muss einen Bock machen. Ja, ich sehe das doch bei meinem Bruder. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, ich hatte einfach Lehrer, die cool waren. Ich hatte einen Bezug zu denen. Und die haben mir Bücher empfohlen oder mal von einem Buch erzählt. Und dann, oder mir sogar mal ein Buch geschenkt. Und dann hast du Bock drauf. Es ist so wichtig, die scheiß Lehrer sind so wichtig. Ja, aber wenn du keinen Bock hast, du hast recht. Aber es gibt Lehrer, ich bin voll gut mit denen. So, weißt du, er sagt zu mir, lern Deutsch, mach dies, mach das. So, weißt du, es ist auch gut, wenn ein Lehrer dir das sagt. So, anstatt immer, kennst du die Freunde, denen du Songs zeigst, die sagen zu allem ja, gut. Ja. Und lieber habe ich so einen Lehrer, der mich kritisiert und ich dabei was lerne. So. Und dann kommt genau diese Situation, ich war glaube ich in der 4. Klasse, ich und mein Bruder haben uns geprügelt gehabt. Ja. Verstehst du, ist ja normal. Nicht wir beide gegeneinander, sondern gegen andere. Ach so, ja, okay. Ja. Ja. Und ist ja normal, ich will ja nicht sagen, es ist so passiert. Und die dachten von mir, ich und mein Bruder haben uns geprügelt. Das ist doch dein Bruder häuslicher Gewalt. Verpiss dich von mir, Mann. Weißt du, was ich meine? So, die machen ein Bild von dir kaputt. Ja, klar, aber die machen dein Bild kaputt. Ja. So, weißt du, ich meine, so, weil du bist ja so aufgewachsen, ist normal, dass du dich schlägerst. Ist normal, dass irgendwann mal was passiert. Ich habe niemanden abgestochen, Mann. Ich habe 2 Boxer abbekommen. Weißt du, ich meine? Ja, die übertreiben, sehr, sehr oft wird übertrieben. Genau. Also ich finde auch in der Jugend, gerade wenn man sehr jung ist, Mann, die Leute, man hat auch Energie, Kids haben Energie und dann wird sich geraucht. Fällt dahin direkt zum Arzt. Man lässt so ein bisschen Bakterien in seinen Körper. Weißt du, ich meine? Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, du musst ein bisschen so auch damit klarkommen. Nein, hysterisch. Ja. Weißt du, ich meine? Nein, alles super. Ich schwöre, ich habe letztens vor einer Woche habe ich ein bisschen Blut gespuckt. Kennst du das? So 2 Tage hintereinander. Andere würden so ausrasten, oh, ich gehe zum Arzt, ich sterbe. Mhm. Drauf geschissen. Mann, ganz ehrlich, wenn es kommt, kommt. Wenn es nicht kommt, kommt es nicht, oder nicht? So. Ja. Und ich kenne ja meine Risiken. Ich rauche. Ja. Ich kenne alles. Zum Glück sagst du das, du kennst deine Risiken. Sag das deinen Fans. Wenn ihr raucht, wenn ihr Shisha raucht, kennt eure Risiken. Mach das geschissen, du lebst nur einmal. Aber, ja, weißt du, ich meine? Du lebst nur einmal, genau deswegen solltest du aufpassen. Das Leben ist dann schon schnell vorbei. Ne? Ja, und dann bist du sterben. Erzähl, das hab ich nicht gemacht. Das so, ich sag dir eine Sache. Ne? Ja. Das Leben ist verrückt. Das Leben ist wirklich verrückt. Ich will nur eine Sache. Wir haben vor ein paar Tagen haben wir eine Geschichte gelesen. In der Zeitung war das. Ist ein Typ etwa, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, etwa 30 Jahre alt, 28 Jahre alt, ist gestorben, weil er vor Jahren, hat er irgendwie in der Jugend, als er war der 19, war er erfolgreicher, weiß ich nicht, Footballspieler, heranwachsend, hat er Mutprobe gemacht mit seinen Freunden auf dem Geburtstag, hat einfach eine Schnecke auf den Boden genommen und Mutprobe gegessen, die Schnecke. Ist in Koma gefallen,
war dann jahrelang in Untersuchungen, in Koma. Auf jeden Fall, er ist nie wieder richtig gesund geworden und ist dann in Folgen mit 28 Jahren gestorben. Weil diese Schnecke, die Geschichte ist jetzt Bakterien, ein bisschen... Blabla. Irgendwas hat er, okay. Die hatte irgendein Gift gegessen vorher, bla. Pech gehabt. Ich will nur sagen, das Leben ist manchmal verrückt. Du machst was Blödes für eine Schnecke essen und du denkst ja nicht, dass du davon stirbst. Ja, klar. Dann hat er noch 8 Jahre gequatscht. Andere Leute, ich kenne Leute, die machen verrücktesten Scheiß und die leben lange. Voll das klar. Leben ist crazy, Mann. Man kann weißt du, Mann, es gibt Leute, die machen einen Unfall mit 40 km, die sterben. Es gibt Leute, die machen Umdrehung, dies, das und überleben es. Naja, mein Bruder ist einmal, der hat das einmal erzählt, der ist einmal mit über 100 km oder etwa 100 km gegen einen Baum gefahren. Sinan? Ist raus, komm, es kommt raus, nichts passiert. So, bam! Hat mir das mal erzählt. Ich habe gedacht, das ist krass. Ich habe das Auto gesehen. Ich habe gedacht, da kommt keiner lebend raus. Also, es ist krass. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn man nicht raucht, wenn man sich gesund ernährt, wenn man Sport macht und auf alles aufpasst, stirbt man trotzdem. Ja, es gibt ja, rauchst du, stirbst du, rauchst du, stirbst du. Genau, ja, klar. Deswegen, also. Ja. Also, ich finde. Zu viel Angst ist scheiße. Zu viel Angst macht dich auch krank. Man sollte für das sterben, was man liebt. Dann ist es okay. Also ich liebe jetzt nicht rauchen und wieder. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich sag dir ehrlich so, es ist immer so eine Kopfsache. Okay, was mache ich jetzt? Was passiert? Wenn du sollst dir gar nicht so viel Kopf machen. Lieb dein Leben. Lass dein Leben und sorge dich nicht. Ehrlich so. Es steht auch hier eben überall in den Büchern, auch Gesetzesbücher und also diese religiösen Bücher. Leb, als hättest du 100 Jahre noch zu leben, aber bete und sei zu den Menschen korrekt, als hättest du nur noch einen Tag. Verstehst du, was ich meine? So. Und oft kannst du das machen, wenn du mit gewissen Leuten bist, die auch so ein Herz haben wie du, aber manchmal kommen so Leute mit schwarzem Herz und dann denkst du, auch wenn ich morgen lebe, ich muss ihn ficken. Weißt du, wie ich meine? So. Man sagt, also ich verstehe beides, aber das Erste, was du gesagt hast, ist sehr schön. Ich habe mal dazu auch was sehr Interessantes gehört. Umarme deine Feinde, denn dann können sie dir nichts tun. Also, ne? Gegen, ich weiß, was du meinst. Ja. Diese Sprichwörter kommen auch irgendwo her, wo auch bestimmt was Wahres dran ist. Ja, ich meine. Ich weiß aber, dass das nicht immer funktioniert. Ich habe viele Leute umarmt, die haben mich dann von ja, kommt drauf an. Es gibt ja. Es gibt solche und solche Menschen. Ja, gut. Yes, nächster Track. Cool, du in der Haus. Waren wir beim 6. Übrigens, erste Was-Los-Folge mit Kodo eigentlich nach 100 Jahren. Ja, aber es macht mir jetzt auch Spaß so, mit der Musik. Du bist lockerer geworden, ne? Das war vorher nicht dein Ding, ne? Ja, ja. Das kennen wir ja, Puma Marseille. Ja. Haben wir auch als Single gedroppt. Ist eigentlich so mehr oder weniger so ein Song für Puma und / Marseille geworden. Und das war einfach so, und das hat mich inspiriert. Da gibt es so ein Puma Marseille Slogan, das ist von Maradona. Hm. So, und das gibt es auch als Werbevideo. Und das hat mich irgendwie inspiriert, so dieses... Aber eine alte, ne? Die alte, die ist schon neu? Nee, die ist schon neu. Okay, das kenne ich gar nicht. Ja, die ist schon neu. Mhm. Und da geht es darum, dass man kämpft. Und das hat mich so, dieses Kämpferische, die haben so zusammen, dass man als Team zusammen kämpft. Und das hat mir auch so gefallen. Und deswegen habe ich auch diesen Song so geschrieben. Mhm. Da war auch jemand von Puma dabei, der uns diesen Namen gegeben hat und alles. Also war das, kann man sagen, das war ein Placement? Ist da Geld geflossen, oder? Nicht Geld, aber zum Beispiel jetzt das Stadion. Irgendwie, ich habe gehört, dass es knapp 25.000 Euro kostet, eine Stunde lang die ganzen Lichter anzumachen. Ja. Weil Fluglichter, bla 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 bla. Irgendwie so. Und wir hatten es 2 Stunden, aber mussten nichts zahlen, wegen Puma. Also die haben euch Support. Genau. Ja, okay, korrekt. Das ist ja. So hey Puma, ihr könnt mich auch anrufen. Ne? Ja, auf jeden Fall, ich finde es korrekt, aber ich finde halt so, Markensponsoring nicht so cool. Eigentlich müsste ja, also ich finde Puma sehr interessant, die machen auch gerade geile neue Sachen, die kommen gerade wieder und ich habe auch gesehen, bei einigen Rappern sind ja auch am Start. Ich glaube auch Bowie hat einen Puma-Deal und so. Aber eigentlich bist du der Nike-Kappe umgedreht, Mensch, ne? Ich bin auch gerne. Bevor du gekommen bist, hat die Hatschi gerade gesagt, ist das der mit Nike-Kappe umgedreht? Ich so, boah, krass, der ist echt, da was ist denn mit sowas? Sind die mal auf dich zugekommen? Haben die mal mit Nike? Nee, also wir haben jetzt ein paar Kollegen, die sind bei Nike und die geben uns dann so, wenn Videos sind, aber so sponsoringmäßig will ich auch selber nicht. Ich will auch nicht gebunden sein. Ja, das ist natürlich, man darf da nichts anderes machen. Ne? Ja. Ich kenne es so, mir wurde es gesagt, dass jemand ein Video gedreht hat und hat dieses Sponsor nicht getragen und das war voll die teure Szene und musste einfach raus. Ach, okay. So. Ich würde es nicht machen. Ich würde lieber die Strafe bekommen, anstatt diese teure Szene.
So denke ich. Ja, ja, für die Kunst halt. Für ich meine. Ja, man muss sich verbiegen, das ist ein Kompromiss, das ist ein Geschäft natürlich. Man muss vorher, man muss auch schauen, mit wem man es macht. Ich meine, man ist ein Mensch, man vergisst es normal. Es ist normal, dass du was vergisst. Es ist normal, dass du... Deswegen kaufe ich mir niemals eine Rolex. Ich weiß, dass ich die irgendwann mal vergessen werde. Verlieren, ja. Weißt du, ich meine? Ja. Niemals. Das ist egal, wie viel, werde ich nicht machen. Was hast du jetzt an? Die habe ich schon 2 Jahre, Gucci ist es. Mhm. Aber das ist so, diese eine Art von Uhr, die es auch bei Rolex gibt, dieses Day-Date. Ja. 40er, okay. In Gold. Und das ist so eine ähnliche, aber ist jetzt nicht so teuer. Kostet jetzt, glaube ich, 2 oder so. Ja, ja, ich kenne das, was du meinst. Ich habe das mit Sonnenbrillen. Ich kaufe mir nie eine teure Sonnenbrille. Mach schon. Ich verliere die sowieso. Ja, kein Problem. Ist so. Ich habe eine gehabt für 600 Euro. Ich habe die in Dubai vergessen. Ich schätze dir. Stifte, ich glaube, Feuerzeuge als Raucher, kennst du das? Das sind Sachen, die ich sind einfach so der verlieren. Ja, ja, du bist es also. Bei dem zu Hause 100 Stück. Ja, aber die sind dazu prädestiniert zum Verlieren. Mhm. Voll, voll. Ja, Mann. Eid. Nächster Song? Nächster Song, bitte. Dieses Eid ist von Ding, ja? Eid. Ali G. Ah, ja, ja. Ich finde, das King. Eid. Der war King. Pass jetzt mal auf. Emma Zgrund. Für mein Bezirk. Da, wo du herkommst. Genau. Das kenne ich auch deinen Namen. Genau. Du hast dieses Ding bekannt gemacht. So bin ich nicht dran an allem, was ich tue. Was ist das denn? Wenn ich den Finale pflege, merke ich sofort, wenn es Ärger gibt. Das muss man rechtzeitig erkennen. Denn wenn du es nicht tust, dann bist du in einer Welt Krebs und kann dich töten. Darum musst du ihn rausschneiden. Kennst du das? Warte, das ist... Kennst du das? Da, wo der eine in Geld schuldet, der sagt immer, hey, gib mir meinen $20. Der sagt, hey, meine Mutter ist im Krankenhaus, mein Ohr. Dann sagt er, pass auf, genau. Wenn der in Geld schuldet, dann sei doch froh. Dann durch dieses bisschen Geld hast du nie mehr Sorgen genau. Mit ihm. Das ist aus ist das Straßenbahnhof, das ist der Al Pacino, der Vater von diesem Jungen. Genau, genau. Ja, und der Junge fühlt der sich angezogen von dem, ja, und er sagt, ich bin ein richtiger Arbeiter, ich mache auch meine Arbeit. Genau, der macht den. Ja. Der Typ übrigens, ich habe vergessen, wie der heißt, dieser Schauspieler, der da die Hauptrolle spielt, der ist mit der Nummer, ist der in Amerika gerade, als ich da war, habe ich es gesehen, ist der unterwegs mit als Musical. Echt? Ohne Scheiß. Krass, Alter. Ja. Geil, also ich liebe so alte Filme. Ja, der Typ, Mann, dieser Film war, der hatte so viel, dieser Film hatte so viel Klasse, weil dieser Typ war zwar ein Gangster und so, aber der hatte trotzdem Respekt vor dem Vater von dem Jungen. Ja. Mm, yeah. So. Weil der war ein klassischer Typ. Ja, yeah, genau. Kein Fick auf den, der fährt Bus, Huren so. Es gab Respekt. Es gab, ja, ja. Es gab richtigen das Respekt, auch wenn der Vater frech war. Dazu. Genau. Weißt du, er hat ihn angemacht, du, das. Das ist sein Vater, Respekt. Yeah. So. Das war krass, Mann. Den musst du dich anschauen, aber wer kennt den nicht, Janne, so. Ja. Man muss auch solche Filme lieben, muss man sagen. Ich weiß, ja. Ist so. Darum musst du ihn rausschneiden. Okay. Gib mir ein Mikrofon, weil die anderen scheiße rappen. Sino macht den Beat, Ghetto, mein Flow bleibt 9-11. Ich geh auf Risiko, ich hab kein Businessplan. Meine Denkweise, Weltkriminell, dann richtig bra. Ja, ich weiß, alles ist vergänglich. Doch ich bleibe Ghetto, scheißegal, was gerade Trend ist. Ich bleibe ignorant, mein großer Bruder sagt, ich darf nicht mit euch chillen, weil ihr in der Disco tanzt. Krass, oder? Du hast von uns sogar im Knast gehört. Was bringt dir dein Staatsanwalt, denn wir dir auf Rache schwören? Jeder geht aufs Ganze, wenn die Lage droht. Meine Welt steht auf der Gipfel, so wie Marlboro. Eine macht es für sich, eine macht es für die Straße. Wir haben keine Träume, weil wir nachts nicht schlafen. Du bist Boxer, ich find deine stabile Deckung. Heute trage ich 7 Dettos, deutscher Rap wird wieder Ghetto. Emma's Grund, herzlich willkommen. Du willst Krieg, kein Problem, wer will kann kommen. Mit den MX auf Beton, jeder will die Straße, doch der Stärkere bekommt. Mann. Dieser Film. Das ist ja richtiger. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist Kodo, 100%. Ja, ja. Die Leute werden sich freuen. Auf jeden Fall. Also das ist gut. Ich muss sagen, A Bronx Tale heißt der Film. Also falls ihr ihn googelt, A Bronx Tale. Ne? Also eine Geschichte, wie heißt das auf Deutsch? Die Straßen der Bronx. In den Straßen von Bronx. Ja, also genau. Also Bombenfilme. Und ich finde, du hast den Vibe gecatcht. Also. Ja, weil da sagt ja auch, ich bin hier, damit ich verfügbar bin und alle sehen kann. Ist auch der, wo der sagt, wenn eine Frau dir die Tür aufmacht, dann ist das die richtige. Genau. Das ist der beste Satz in dem Film. Ja. Also dann hat die mir die Tür. Also, da gibt es ja den Kleinen, der sagt, du musst diesen Muschi-Test machen. Ja. Ach, das ist Quatsch. Ja, das ist krass, Mann. Der Film ist auch so ein bisschen interracial. Also die zeigen doch, der hat doch auch so eine schwarze Freundin und so. Genau. Da spricht diese Themen auch an. Ja, ja. Dass das dann ein bisschen... Ist ja die Zeit gewesen, wo auch... Genau, wo das anfing, so dass die dann zusammengearbeitet haben und so. Vorher war... Ne, aber da siehst du auch, dass du ein Mann... Egal ob er Unterwelt oder nicht, er hat was im Kopf. Er hat was sogar, hat er Klasse. Wäre er nicht Unterwelt, hätte er trotzdem was geschafft. Genau. Das ist das.
Der Film ist so tief, Alter. Mhm. Du bist so voll der Filmekenner, ja. Ja. Ich hab so ein paar Dinge geguckt, du redest voll gerne über Filme. Ja, ich bin Filmfreak. Krass, ja. Krass. Film auf Nacken, Bruder. Ja, ja, Mann, perfekt. Nächster Song? Gerne, gerne. Nur so. Ich muss mal gucken, ob das jetzt der richtige ist oder wieder. Denn ich rappe jeden Song mit einem steifen Schwanz. Es ist Tradition, der muss immer rein. Ja, Mann, geil. Das ist Stimme aus Benzin. Also einen Blick werfen, glaube ich. Stimme aus Benzin. Ja. Yeah. Junge, mach dein Handwerk, das ist sowas wie ein Comeback. Top 3 Goldrapper, Alter, wo bin ich gelandet? Meine Fans sind Gesetzesbrecher, meine Fans sind Stresser. Meine Fans scheißen auf jeden anderen Rapper. Wenn meine Faust dich trifft, einfach aus dem Nichts, merkst du, ich bin immer noch der Typ, der deine Laune fickt. Gucke schief, bumms den Beat zu vertieft. Küsst auf Beat, Blut auf Jeans, Schmuck aus Zinn. Bumms auch dich, bumms auch ihn. Das ist wie ein Einzelkampf, nenn mich geisteskrank. Denn ich rappe jeden Song mit nem steifen Schwanz. Es ist Tradition, wenn ich auf die Party komm und eine kleine Ficke in ihrem Cabrio. Geißenkart, Einzelhaft, 100.000 eine schafft's. Bleibe wach, schreibe nachts, ich bleib Ghetto, schreibe schwarz. Es ist Dino Beat, Hi-Hats und Violin. Der Junge aus dem Elfenstock zu Ghetto für dein letzten Pop. Ja, yeah, ich hab ne Stimme aus Benzin und deswegen wusste ich, irgendwann brennt der Beat. Sitz im Benz wie ein G, fick your Rap aus Prinzip. Kennst du den, kennst du ihn? Es geht, rest in peace, ja. Yeah. Ich hab ne Stimme aus Benzin und deswegen wusste ich, irgendwann brennt der Beat. Sitz im Benz wie ein G, fick your Rap aus Prinzip. Kennst du den, kennst du ihn? Es geht, rest in peace. Hm. Ja, das ist richtig der alte Flow, der richtige Oldschool-Film. Voll, nice. voll. Ignorant. Auf die Fresse. Das sind so Songs, wo ich auch, das für mich so eine Herausforderung. So diese, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, diese Flow ist zwar jetzt, wenn du es hörst, voll einfach, aber du musst darauf achten, dass, also gerade ich, nach 6 Alben, muss voll darauf achten, die Wörter nicht wiederholen. Das war ein bisschen so ein Ding, aber war geil am Ende. Ja, weißt du, ich meine? Ja, was du meinst. Ja, und der Flow zieht sich durch die ganze Zeit. Genau. Ja, da ist zum Beispiel, da hast du sehr, nicht so auf die Reime geachtet, nicht so jetzt Todesdoppelreim, aber mehr auf Flow, mehr auf Stimmung, bei mir geht es mehr um den Film. Ja, ja. Ich glaube, das ist, also bisher ist das so, man kann sich das Album wie einen Film reinziehen. Voll. Das ist jetzt noch, weißt du, das ist nicht so ein Single-Album, wo du sagst, das ist ein Hit, der Rest ist so Lückenfüller. Ganz ehrlich, wir hatten richtig Probleme beim Aussuchen. So. Ja, weil das sind alle sind irgendwie gleich gut. Ja. Ich würde sagen, hier und da ist ein bisschen die Hook stärker, aber es ist ein Film, man muss sich das ganze Album geben. Voll. Und das ist halt so eine Sache, wo ich gerne daran gearbeitet habe. Finde ich gut. Ich glaube auch, das sind auch die Sachen, die lange bleiben, gerade in diesem ganzen Single-Zeitalter. Jeden Freitag eine Single. Ja, klar. Puh. Mal schauen. Ne? Für den nächsten. Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt jetzt, aber... Warte. Wie wird das Album nochmal heißen, hast du gesagt? Elfter Stock Song 2, ja. Und das andere EP ist Redam, das heißt rein in die Air Max. Das ist eine EP. Redam. Redam. Familie. Das ist Es tut mir nicht leid. Vielen Dank, ich hab jetzt einen deutschen Pass. Aber mal ehrlich, was hat es mir jetzt gebracht? Ich meine, unsere Träume sind geplatzt. Sie klopfen in der Nacht, unsere Freunde sind im Knast. Also sag mir, für wen sollen wir gute Noten schreiben, wenn dich nur Beamte und Verbrecher auf dem Hof begleiten? Hörst du diese tote Geige? Siehst du das Hochhaus, der Mond an der Seite? Bin gewohnt hier an beides, verschont wird hier keiner, auch der Blonde nicht. Du willst die Wahrheit hören? Wallah, wir sind voll gefickt, Kopf gefickt, während du im Streifenwagen sitzt und dein Nachbar sein Kopf schüttet. Rede nicht vom Block, bitte. Lieber Gott, bitte, gib meine Mama Kraft, denn auf mich wartet jetzt die Einzelhaft. Sitzt auf der Anklagebank, lässig und cool, doch im Innern fühle ich mich wie auf dem elektrischen Stuhl. Das Leben ist nicht fair und das weißt du. Mann, es fühlt sich an wie ein Scheißfluch. Aber scheiß drauf, ich bleib cool. An meinem Blick merkst du, dass es mir nicht leid tut. Das Leben ist nicht... Das ist, es tut mir nicht leid. Und ja, das ist so... Natürlich sind nicht alle Szenen jetzt so dieses... dass du sagst, alle Deutsche sind gleich und so, aber deswegen sage ich ja auch so, weißt du, auch den Deutschen. Auch den Blonden, das ist. Weißt du, was ich meine? So, das will ich auch ein bisschen verallgemeinern. Ich habe auch so ein bisschen Probleme mit gerade AfD. Ja, aber damit will ich einfach sagen, so, da wo ich herkomme, ich bin ja Emmerskunde, so, weißt du? Ja. Und ganz ehrlich, ob es Deutscher, Kanake ist, so, es gibt immer einen, jeder grüßt sich, jeden Morgen, wenn man sich sieht. Und das sehe ich leider nicht überall.
weißt du? Mhm. Und deswegen, ich fühle mich da zu Hause, auch wenn es Deutschland ist und auch wenn es, wenn ich irgendwie mit, sag ich mal, wenn die Mehrheit, wenn ich irgendwo rausgehe und da sind 5 Deutsche und ich bin alleine, ich fühle mich trotzdem zu denen gleich. Mhm. Und das macht Emmerskund viel aus. So. Ja, Emmer ist ja auch ein, was ist das, kann man sagen, das ist ein Dorf, Emmerskund? Oder nee, das ist ein, da leben schon so, sag ich mal, 15.000, 16.000 Menschen, aber also ist ja nicht, genau, ist so ein kleiner, aber es ist ja auf dem Berg. Damit seid ihr noch mehr isoliert. Genau, ne? Genau. Ja, ja. Also, sind ja FK. Kopf hoch, die Hände in den Taschen, scheiß auf die Schule, fick auf meine alte Klasse. Weil ihr peinlich war, es ist 30 Grad. Wer ist deutscher Rap? Ich ficke sein Bodyguard. Sie haben gelacht, als ich meine ersten Texte schrieb. Ich bin nicht geblieben, deswegen erkenne ich sie. Ja, Wallah, sie alle wollten mich fallen sehen. Heute fick ich ihre Freundin in mein Arm gehen. Außer meine Fans scheiß ich auf jeden da draußen. Und der 11. Stock bleibt mein Zuhause. Und die Jungs, die du mit mir auf dem Foto siehst, sind Zeugen. Es sind meine Brüder und keine Freunde. Ja. Gut, aber ich sage, ist geil. Das ist ein Film, also ja. Man muss sich das geben, ist geil. Ich habe so einfach vermisst. Man hat ja früher, keine Ahnung, wann 2004, 2005, gab es mehr solche Alben. Das gibt es gar nicht mehr. Ich sag dir, ich ja auch, gar nicht mehr, Mann. Ich will dir noch die Songs kurz zeigen und dann können wir ein bisschen darüber reden, über das Album komplett. Ich glaube, das ist. Haben wir noch Zeit? Ja, klar. Ja, klar. Nee, die gehört gut. Wann müssen wir los in den Flug? Mamlekat Ghetto, kennst du ja? Ja, ja. Ja, hast du mir gezeigt. Willst du noch mal ein bisschen anteasern? Aber kommt ja sowieso als... Stimmt, wenn ihr das, dann habt ihr das gesehen. Genau. Ihr werdet das gesehen haben, wenn das Video rauskommt. Genau. Ist ein sehr schönes Song. Sehr schönes Song, sehr schönes Video auf Oldschool gemacht. Schön genau. Schwarz-Weiß. Ja. Ich finde eins der besten... Ist das auch in Emmerskund gedreht wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, oder ja, alles in Emmerskund, ja. So. Das ist Regentropfen. Bist du in diesem Emmerskund, wenn du jetzt da hinkommst? Bist schon für die Kids dann. Ja, ja, klar, immer Fotos und so weiter, aber ist auch klar. Schön. Ich meine nicht nur, ich meine, du bist ja bekannt, du bist ja in jeder Stadt erkannt, aber in Emmerskund ist das was Besonderes für die Kids. Ja, ja. Aber deswegen mache ich die auch in meine Videos gerne rein. So, ich will, dass sie mal in 10 Jahren sagen, krass, ich war bei ihm auch im Video drin. Gibt es auch Kids, wahrscheinlich schon, die dich dann auch anschreiben und sagen, wegen dir sehe ich das alles. Ich habe hier einen Ausweg gesehen durch dich. Auf jeden Fall. Ich will anfangen, auch irgendwas zu machen wegen dir und so. Klar gibt es dieses, ich will auch rappen und so weiter. Ganz ehrlich, wem willst du da helfen? So, weißt du? Also verstehe mich nicht. Aber es gibt so Leute durch Beziehung irgendwie, oder die waren krank, aber ich glaube, das hat jeder Rapper so, weil er ja lyrisch davon erzählt, wie er aus einer Scheiße rauskommt. Bla, bla, bla. Oder wie er mit einer Scheiße zu kämpfen hat, mit so einer Scheiß-Situation. Und dann macht das auch jemanden stärker. Bei mir ist genauso, wenn ich einen Film gucke und ich sehe, so eine Situation habe ich auch gerade. Und er kommt da, weißt du, was ich meine? Oder er kämpft dagegen. Ich finde es geil, weißt du, was ich meine? Mann, voll. Ja. Ja, ja, klar. Ja, Mann. Ja. Yeah. Regentropfen? Yes. Ha? Regentropfen? Gerne, gerne. Letzter Song. Letzter Song auf dem Mann. Durchweg. Ich bin Ghetto, ich könnte niemals anders sein. Weil der Scheißbulle lacht, während Mama weint. Rede keine Scheiße, keiner hat an uns geglaubt. Außer das Ghetto und die Jungs aus dem Bau. Mich hat es reich gemacht, ich hab es weit gebracht. Doch ich bleib ein Einzelgänger, wie der Typ im Einzelhaft. Siehst du, wie der Regen auf dem Fenster tropft? Mann, du kennst es doch, Rap am Block, 11. Stock. Yeah, mein Butterfly fickt ein Rap-Battle. Ich hatte keinen Schutzengel, ich musste mich selbst retten. Du willst die Welt retten, wenn jemand deinen Raub versucht. Aber Jungs, wie wir ficken deinen Traumberuf. Es geht auf und ab, das Leben ist ein Achterbahn. Mach dir keine Sorgen, Mama, ich bin ein gemachter Mann. Psst, nervt mich nicht, wir wurden im Block bekannt. Sie wollten uns abschieden, doch wir sind Gold gegangen. Regentropfen auf dem Nike Air. Mama kann nicht schlafen, bis ihr Sohn heimkehrt. Papa sagt, er halte mit die Polizei fern. Tut mir leid, doch ich musste diesen Streit klären. Letzter Song. Nice. Alles aus einem Guss. Jeder Song hat diese, also Stimmung wird durchgezogen. Kein Song ist mir negativ aufgefallen, aus dem Konzept gefallen. Wirklich gut. Prostika, so, hast es geschafft. Aber du hast ja gerade gesagt,
Ich will nur sagen, so ein Ding macht man nicht über Nacht. Du hast ja schon September letztes Jahr angefangen. Ne? Ehrlich, ja. Alter, ich will gar nicht wissen, wie viele Songs du verworfen hast, oder? Wir haben insgesamt 4 Songs verworfen. Ah, nur? Okay, ich hätte jetzt gedacht, viel mehr, aber wahrscheinlich. Nee, wir haben noch andere Songs, weil das war so der Anfang, wie machen wir was. Aber ich bin ja gerade auch noch an einem anderen Album und das haben wir da reingegangen. Aber okay, es gibt 4 Songs, die eigentlich nie rauskommen werden. Ah, okay, okay. So, weil die einfach so Skizzen, bla bla, du weißt ja. Was hat so lange gedauert? Also ich meine, von September bis jetzt, das ist ja mehr als ein Jahr. Was hat das so, hast du dir richtig viel Zeit Konzept genommen? Dieses Konzept wirklich sowohl, wieder allein dieser Cover hat uns so richtig Kopf gemacht. Naja. Wie sieht das Cover aus? So, was wollen wir den Leuten vermitteln? Sowohl in der Musik als auch in den Videos. Ja. Weißt du, ich meine, und diesmal waren wir auch wirklich ein Team, ein eingeschweißtes Team. So, und das hat mir auch Spaß gemacht. Brainstorming. Komm, wir haben hier so eine Ecke, das heißt Zeytun ist eine Shisha-Bar oben. Ja. Gehen wir mal selber. Oliven, ne? Genau, genau. Gehen wir oben rein und da machen die auch so geschlossene Gesellschaft. Alles gut. Und dann haben die so Brainstorming gemacht. Was machen wir, Baba? Mhm. Kennst du diese Leute? Ja. Sind die reich alle? Sehr reich. Ja. Also ihr habt so Routinen für euch aufgebaut, wo ihr Ideen sammelt. Erste Mal in meinem Leben, dass ich das gemacht habe. Ja, ich wirklich, ja, klar. Das war krass, aber das hat mir Spaß gemacht, weil es war, du musst kreativ sein, du musst, er bringt was, deine Sache muss besser sein. Es ist irgendwo... Battle, ne? Weißt du, aber es ist auch gut so. Ist auch gut, fordert einen auch. Nach so vielen Alben, irgendwann hat man ja auch so das Gefühl, boah. Genau. Ich kann mir, wo soll ich anfangen jetzt, Alter? Ich habe doch schon alles erzählt. Irgendwo ich hatte dieses Problem tatsächlich beim 4. Album. Wo ich nicht mehr wusste, was ich machen soll, ehrlich. Aber 11. Stocksong ist auch eine Vorlage. Es war jetzt nicht so schwer. Ja. Was für mich schwer war, meine Texte nicht zu wiederholen. Ja. Das war sehr schwer für mich. Und das hat sehr viel gebraucht. Man darf sich nicht wiederholen. Die Qualität muss trotzdem, also es muss trotzdem der offizielle zweite Teil sein. Genau. Man darf sich aber nicht zu sehr wiederholen wiederum. Und es muss besser werden. Ja, ja, klar, sowieso. Weil es gibt viele Teil 2 und... Die sind nicht besser. Weißt du, und deswegen gibt es auch nur eine Teil 2. Es gibt ja einen Fluch des Teil 2. Ja. Ich habe ja auch keinen Song Teil 2 gemacht. Ja, ja. Außer G4C, weil es eine Geschichte ist. Ah, okay. Genau. Ich wollte gerade sagen, G4C hast... Da haben sich aber viele Teil 2 gewünscht. Ich habe Ihnen Fanfragen. Wir machen gleich noch Fanfragen. Ach, gibt's auch noch? Ja, machen wir gerne. Da habe ich gesehen, voll viele. Macht er das Teil 2? Macht er das? Ja. Es ist so, es gibt in allen Filmen, die ich kenne, vielleicht nur einen Film, wo ich sage, da war Teil 2 noch besser als 1. Welche? Terminator. Terminator 1 und 2. Du wirst wahrscheinlich eh nur 2 kennen. 1 kennst du. Ich kenne es von Irak, aber ich kenne hier, habe ich nicht geguckt. Terminator, also. Dieser Hochglanz mit dem Motorrad. Hier, da wo das Ding ist. Ne? Ja, das ist... Arnold Schwarzenegger ist es. Arnold Schwarzenegger ist ja beim ersten Teil böse, im zweiten Teil ist er gut. Nee, dann habe ich den Bösen geguckt. Ach, aber Irak. Wo, das war okay, dann kennst du doch Teil 1. Ja. Das war eigentlich fast ein B-Movie gewesen. Aber auf Englisch habe ich geguckt. Ja, ja krass. Im Irak Terminator gucken. Oh, geil. Da gab es Filme, oder was, ich weiß nicht, aber auch so Terminator-mäßig. Oder da gibt es so, auf Russisch, ne? Ja. Eine Stimme für alle. Ja. Oh, die haben mich gefällt, Bruder. Ich kenne, Bruder. Das ist auch eine Sache, die ich an Deutschland sehr liebe. Ja. Wir sind Weltmeister hier in Deutschland in diesem Dubbing, in, also ja, in Sprachen. Das auch genauso aussieht wie in Exakt. Redet. Manchmal krass. Gefällt mir das mehr als das Original. Ja, klar. Ne? Als Pacinos Stimme auf Deutsch. King. King. King, ne? Ja, so, ja. Weißt du? Oh Mann, Alter. Ey, geiler Talk, Mann. Geil. Lass uns doch nochmal, wir reden gleich noch Fanfragen, aber lass uns doch nochmal über diese AfD-Geschichte reden. Was war da los? Ich habe das Gefühl, die mahnen gerade viele Leute ab. Auch, ich glaube, wer hat da, Animus wurde auch irgendwie von denen angegangen. Ich habe wegen seiner Texte, ne? Weil, aber ich sag dir ehrlich. Die Pseudo, die wollen Promo einfach. Die wollen einfach Promo. Das ist einfach Marketing, Mann. Einfach. Ja, aber der zieht doch nicht, ganz ehrlich. So. Ich meine, die machen krasse Promo. Ich weißt du, was mich aufgeregt hat? Das war ja an einem Tag, ich war so im Bett und ich gucke mir, irgendjemand von den Fans, ich gehe ja so ein bisschen so meine Nachrichten durch, hatte mir sowas geschickt von der AfD. Ich weiß nicht, irgend so ein scheiß Slogan, Alter. Dann bin ich auf die Seite gegangen. Ah, das war, genau, weil München irgendwie voll die Prozente bekommen hat. AfD München. Ja, ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, sicher. Genau diese Nacht war das. Ja. So. Ich gehe auf diese Nachricht, dann gehe ich auf diese Seite und dann lese ich auch so ein Slogan, ein Bild. Ein Bademeister aus, was weiß ich wo, schmeißt eine Burkini-Frau aus dem Schwimmbad raus. Und weißt du, guck mal, ich sag dir ehrlich, es gibt gewisse Sachen, die spreche ich gar nicht an, weil es mich nicht interessiert. Aber das ist etwas so, hör auf, die Leute anzulügen. Ja. Weißt du so, weil es gibt wirklich dumme Leute, die glauben das. Ja. Weißt du, eine Frau, die bedeckt sich, geht aber irgendwo, wo fast alle nackt sind.
So. Und das hat mich voll abgefuckt. Weißt du, da bin ich hingegangen, hab das so irgendwie den Leuten vermittelt, dass es Betrug ist. Du hast gedacht, das ist ein Fake News. Genau. Okay. Es ist ja ein Fake News und sie, weil unten drunter, ja, gut gemacht. Baba. Ja, ja. Ehren, schmeiß sie raus. Die sollen wieder zurück, wo die herkommen. Ehrenmann. Weißt du, ich so krass. Ja, der Standard. Alle so behindert, ja, weißt ja. du. Dann habe ich es einfach, gerade meinen Zuhörern wollte ich das einfach vermitteln, dass es einfach ein Betrügerpartei ist. Okay. So. Dann kam dieser Meuthen im Spiel, dieser AfD vor... Meuthen, das sagt mir Jörg auch Jörg Meuthen. Ja, 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 ja. Okay, okay. Genau, das ist irgend so ein vor, bla bla bla, ja. Stand so. Es war so, ich habe irgendwann, als Uelo gedreht wurde, oder ein bisschen vorher, habe ich unser Klingel von 11. Stock, von Block 7, habe ich abfotografiert. Und habe die alle markiert gehabt. Und so Deutschland mit Herz, so, weil da sind viele Deutsche, viele Kanaken, wir leben alle in einem Block, wir haben kein Problem. AfD. So, was hat er mir zurückgeschrieben? Echel. Ey, so ein dafür will ich gerne eine Anzeige. Das ist so krank, gell? Dass einer sowas schreibt. Warte, wie heißt der? Meuthen muss ich mal geben. Ich schicke ihm das, ne? Das siehst du ja. Das, da, so, ich habe diese ganzen Klinge und dann so die. Der schreibt Fame. Was heißt es also? So Fame, oh, du bist Fame, so mäßig. Okay. Glaube ich mal. Okay. Und dann Rendezvous ist ein sehr schönes Lied von ihnen und dann Stern IS. Und es war in dieser Zeit, wo diese ganze Kurden-IS-Ding war, weißt du? Guck mal, hätte er es andersrum geschrieben, hätte ich verstanden, der wollte sich verbessern. Aber er hat es hier extra so. Verstehst du, was ich meine? Und das hat mich voll abgefuckt. Und dann hast du ihn bewiesen. Dann habe ich das, bla, 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 und dann hat er mir eine Anzeige geschickt. Anzeige wegen Beleidigung. Ja, ich sollte zu Kripo. Dann habe ich meinen Anwalt angerufen, der so, nee, du gehst nicht dahin, ich rede mit dem. Ja. Kommt aufs Ende. Und dann war es das gefallen? Nee, ich glaube, es geht weiter, aber weiß nicht wie. Also ich habe meinen Anwalt noch nicht gesprochen, ich bin ja... Der hat dich beleidigt, du hast beleidigt. Das ja, hätte ich, das kann ja nicht keine passieren. Sache, ja. Aber... Ja, das ist sehr interessant, aber dass die sich so... das ist so die haben mir auch Farid angezeigt ja, und war aber alles... Das ist ganz... Das ist strategisch, das ist strategisch durchdacht, das ist nicht einfach so. Die machen das, die wissen ganz genau, wo sie hin müssen, um Promo abzugreifen. Auch, dass wir hier darüber reden, ist Promo. Es ist die ganze Zeit... Ja, ist ja schlecht. Es gibt wirklich negative Promo, die trotzdem positiv ist. Aber weißt du, wie viele Zuhörer von mir, die wurden ja von unten bis oben beleidigt. Gott, verstehst du, was ich meine? Ja, was bringt das dir, so aber, eine dumme Aktion zu machen? Ja, das ist ja dumm. Aber was... Also einerseits wünsche ich mir ja, oder wünscht man sich ja, dass die Politiker, junge Leute, gerade wie dich, dann du schreibst was, dass sie auch antworten und dass sie hören und so, dass sie auch mal auf Twitter antworten und so. Aber das ist ja natürlich, der hat dich ja zuerst beleidigt. Das ist ja eine straighte Beleidigung, was du da machst. Ich habe Angst, dass sowas, nicht Angst, also ich freue mich, wenn sowas kommt, dann kann man die ja voll ficken, gell? Wenn die so an die Regierung kommen. Ja. Aber dass sowas, wenn die an die Regierung kommen, die sind ja richtig verblödet, so, weißt du, was ich meine? Ja, das ist... Weil AfD ist sehr, 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 sehr... Die haben so ein Bild und das wollen sie einfach jedem vermitteln. Punkt aus Ende. Und da spiele ich nicht mit. Und auch wenn ich dafür eine Anzeige bekomme, mache ich es gerne. Hm. Ich bin gegen solche Leute und ich war immer so. Und das bleibt auch so. Ja, was bleibt uns übrig, als gegen diese Sachen? Weiter schwarz arbeiten in die Heimat. Wenn ich... Ja, Bruder, was soll ich sagen, hat halt Bauernfänger. Klar, wählen ist eine gute Sache, aber... Meinst du, wählen bringt nichts? Ich war mal der Meinung, es bringt nichts, aber heute bin ich anders, andere Meinung. Und ich habe auch wirklich die SPD gewählt, diesmal. Ich bin jetzt nicht unbedingt Fan von SPD, aber alles ist besser, als eine rassistische Partei zu wählen. Ne? Mir hat es gefallen, dass SPD, das war so eine große Rede, da haben sich auf jeden Fall für Dinge sehr viel für die Jugend, für Schulen, für Bildung und so weiter eingesetzt. Und das war etwas, was mich, sag ich mal, etwas in mir erweckt hat, wo ich gesagt habe, ich muss SPD wählen, weil ich denke, ich will auch mal Kinder haben und denen soll es auch gut gehen. Ja, das Problem ist ja, wenn die das durchsetzen würden, was sie sagen, wäre ja super. Aber SPD waren, glaube ich, die, ich glaube... Kennst du das? Ich hab Gerhard Schröder gewählt. Der Typ hat... wie heißen diese Aktienpakete, die uns in den Ruin gebracht haben? Die Hedgefonds, die hat er durchgesetzt. Die haben Hartz durchgesetzt, oder? Ja, ja. Hartz IV ist Mann, Alter, ich Idiot, aber ich habe da eine Person gewählt, der war bei uns an der Schule und so, der hat dann, da ist es lange her, der so Kampagne gemacht und so. Mann, Dicker, am Ende des Tages wählen wir Gesichter und die Politik dahinter ist fast immer austauschbar. Also
austauschbarer, ich will es nicht so pauschalisieren, gerade bei den großen Parteien. Ich denke, das ist auch so ein Ding, wo AfD reinhatcht, tun so als. Aber im Endeffekt ist AfD meiner Meinung nach eine ganz normale neoliberalistisch, die sind sehr liberalistisch, die sind nur für die Leute, die Kohle haben. Alle die, die denken, ja, ich will die, dann machen die Ausländer weg, dann haben wir mehr Kohle. Nee, für dich sind die auch nicht, weißt du? Ja, klar. Die wollen Hartz abschaffen, verkürzen, Renten verkürzen, Leute, man soll Obdachlose Strafe zahlen. Ach, das ist eigentlich total der Film. Eigentlich musst du nur deren Parteiprogramm einmal lesen, dann weißt du, diese ganze Scheiße, die die ganze Zeit über Flüchtlinge erzählen, ist halt so ein Teil. Der ganze andere Teil ist aber sowieso nichts für dich. Also ja, das klar. Das ist Bauernfängerei. Soll ich dir sagen, das ist wieder IS? Ganz ehrlich, ist der gleiche ganz Vergleich. Genau. Die tun so, ob Islam wichtig wäre für die, aber dahinter ist... Kopfwäsche. Ganz ehrlich, fertig. Ganz genau. Auf die geschissen wirkt nicht AfD, Punkt aus Ende. Ja, sowieso nicht. Ganz Und wenn ihr das wählen wollt, wirklich, weil ihr abgefuckt seid von irgendwelchen Kanaken, die euer Handy geklaut haben, dann liest doch mal ihr Programm, dann wisst ihr, die das interessiert die sowieso gar nicht. Weil, aber weißt du, ich meine, das ist so reaktionär. Irgendwie auf der Straße, Kartoffel, du, Mann, ich will jetzt die AfD. Weißt du, reaktionär, aber, ich verstehe das, aber hol Tiefluft einmal. Aber nein, das stimmt Ego nicht, Wallah, das stimmt nicht, weil diese, du kannst nicht sagen, ein Kanake zieht einen Deutschen ab und er macht nichts. Ich habe nur so gesagt. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, wir haben auch Deutsche, die ziehen auch Kanaken ab und die ziehen auch Deutsche ab. Also wir haben auch Kanaken, die ziehen auch Kanaken ab. Ja. Das ist voll dies. Das, weißt du, was ist? Das ist so ein Comedy-Bild einfach von Olli Pocher hat das mal gemacht. Ich schwör, guck mal, und das wurde einfach so. Nein, ich weiß. Olli Pocher. Wie heißen diese Dönertier und so? Wie heißen die nochmal? Stefan und Erkan. Erkan und Stefan, die haben uns ja gefickt einmal Comedy. Ey, Krasalder! Ey, Krasalder! Ja, aber so redet auch kein Kanak. Wer redet überhaupt so? Wer redet so? Alter? Und das haben die einfach ab Entertainment. Mir hat's auch gefallen. Nein. Ich höre mir jetzt Erkan und Stefan. Ich der fasst einfach so seinen Schwanz an, kennst du das? Der macht so, der sagt, so behindert, Allah. Ja, wir waren Kids und ich sag dir ganz ehrlich, wir waren Kids in der Schule, wir fanden das auch lustig. Hundebier, Dönertier, es war alles lustig. Ich habe erst später gecheckt, dass eigentlich auch ein bisschen geschädigt hat. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Das Beste war dieses Tuch. Das Handtuch hat er immer so hier gehabt. So. Naja, ja, die waren auch witzig. Killer. Die waren auch cool, aber... Ja, es war halt auch irgendwie, es war eine Mischung aus manchmal cool und manchmal so, Alter, so redet aber doch gar keiner eigentlich, weißt du? Die haben, ja, das Mundschuh hat das einmal richtig geil gesagt, die haben immer so geredet, wie Deutsche denken, dass Kanaken reden. Ja, genau. So, also im Prinzip, das, naja. Auf jeden Fall, ja, AfD, Bauernfängerei, jeder, der andere Meinung ist, bitte liest einmal das Parteiprogramm durch und dann entscheidet euch, ob ihr das wählen wollt. Ich will nicht sagen, dass die anderen Parteien irgendwie... jetzt auch voll die, weißt du, voll die Wahrheit immer gesagt haben. Ja, jeder hat schon Scheiße gebaut. Nur, es hört dann auf, wenn die anfangen wollen, Mann, Alter, was haben die Rassentrennung. Alles für Rassentrennungsscheiße erzählt, so. Alter. Kannst du doch nicht mehr mit denen reden. So, ja, klar. Das ist vorbei, Alter. Ich sag dir ehrlich, guck mal, ich lebe sehr gerne nach dem Islam, sag ich dir ehrlich. Aber so, wie die Traditionen vom Islam sind, weißt du, das gibt keine Rassentrennung. Es gibt nicht Unterschied zwischen einem, der farbig ist oder nicht farbig ist. Es gibt nicht, bei uns werden genau die Leute, die unterdrückt werden, oder was heißt, du weißt ja, aber im Islam, oder früher war das mal so, dass die Leute, die unterdrückt wurden, sind, genau denen wird geholfen. Und heute wird genau die, wo so unter, oder arm sind. Das ist sind der Ansatz eigentlich, das ist der Ursprung. Ja. Und es wird aber genau andersrum gemacht. Die Leute, die schwach sind, werden noch weiter nach unten gedrückt. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen bin ich gegen so Parteien, die wo das machen. Generell gegen Menschen. Ich bin auch gegen Menschen. Ich bin gegen alle Menschen. Nein, gegen Menschen, die so eine Sache machen. Ich war auch immer so für die Jungs, ich sag dir ehrlich, wenn einer in der Klasse war, kennst du den, der hat nie geredet und hat sich geschämt. Ich bin immer mit denen, so weißt du, komm, rede doch, mach doch irgendwas, weißt du. Er soll doch leben. Was ist das so, sich schämen und nicht machen? Mann, du stirbst morgen, die Leute lachen über dein Grab und dann... Weißt du, ich meine, der läuft einfach über dein Grab. Das will ich damit sagen. Ja. Lach, mach, tu. Hab keine Angst, mach. Verstehst du, ich mach meine? Was, mach Ola. Was. Ah, Mann, lieb Schäm dich vor niemandem, Mann. Ganz ehrlich. Ja, Mann. Ich kann allen nur empfehlen, Dale Carnegie? Dale Carnegie, ein schönes Buch. Sehr altes, auch altes Buch, aber sehr gut. Lebe, sorge dich nicht. Mhm. Ein gutes Buch, daran ist kannst du nochmal über deine... Mutig sein, ehrlich. Dich nicht ficken kein, lassen kein von Sorgen, die es gar nicht gibt. Alter. Yes, yo, Cordoba, was los? Wir haben über das Album gesprochen, wir haben ein Track-Snipping gemacht. Ich bin sehr froh, dass du das mit mir gemacht hast, dass wir deine Tracks durchgegangen sind.
Sag noch ganz mal, meinerseits würde zu einer sagen, der wo Deutsch redet. Kennst du das? Ganz meinerseits. Der, du redest ja sehr deutsch, weil du sagst, der wo Deutsch redet, verrät, wo du herkommst. Der wo Deutsch redet. Ja. Das ist, heißt es nicht so? Ja, aber, kann man sagen, aber das ist halt da, wo du herkommst. Guck mal, weißt du warum? Aber ich frage dich ehrlich, hast du es aber verstanden, was ich dir gesagt habe? Natürlich. Das ist das Wichtigste, die Message. Nee, das ist absolut richtig. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich hasse auch immer diese Leute, die, keine Ahnung, du bist am Diskutieren mit dem, da machst du Rechtschreibfehler. Dann, aha, guck mal, da schreibt der da, Mann, Lack Hohensohn, du verstehst doch die Message. Es geht doch darum. Was sollen wir jetzt anfangen? So, weißt du, sollen wir jetzt anfangen da jetzt? Ja. Ist das jetzt wichtig? Du verstehst doch, was ich sage. Genauso aber auch fatal, sich über Nazis lustig zu machen, die was falsch schreiben. Digga, es geht nicht um das, ob der das recht hat. Kann man machen, lustig machen. Das ist von Scheiß, egal, wenn aber es geht darum, was er sagt und du musst das ernst nehmen. Wenn die sagen, Rassentrennung, bestimmte Zeiten für Ausländer, dann musst du es ernst nehmen. Ja. Ganz ehrlich, ich habe in Deutsch eine 4. Immer eine 4 gehabt. Mathe war ich gut. Ich wollte auch nicht krass Deutsch lernen. Ich wollte einfach, dass du mich verstehst. Weißt du, mein Vater sitzt da bei, sagen wir, bei irgendeinem Amt. Er sagt so. Du verstehst genau, was er sagt, aber sein Deutsch ist nicht so gut. Der Typ, können Sie das bitte übersetzen? Ja, gut, verstehst du, was ich meine? Ja, gut, aber ekelhaft. Hier sind auch solche Leute. Ich muss sagen. Aber deswegen, solange mich einer versteht, ich schwöre, ich scheiß so drauf. Eines. Scheiß drauf. Aber was du gesagt hast, war nicht falsch. Es ist nur orttypisch. Also, es ist, wie nennt man das so aus dem Ort da halt? Mann, solche Leute, jetzt nichts gegen dich, aber also, weißt du so, wenn er sagt, ja, das war so. Nee, geh mit einem so reden, hör so wie die sagen, reden. Ich wollte nur sagen, man hört sofort raus, wo du herkommst. Ja. Man, es ist der, hört mal, hörst du nicht an meiner Sprache, wo ich herkomme? Also das ist so, ich rede platt. Leute. Du redest richtig deutsch. Du sagst fatal. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben benutzt. Ich, wenn ich in Berlin bin, dann die Leute sagen schon, man hört, dass du aus dem Ruhrgebiet kommst. Weißt du, was ich gemerkt habe? Ruhrgebiet reden immer so. Wat? Dat? Ja, genau. Majo hat immer so geredet. Majo ist richtig. Was dat jetzt? Weil, ja, das stimmt. Das ist Duisburger, richtiger Duisburger. Ja, klar. Aber ist cool so. Aber ja, ich rede halt so dieses. Weißt du, wer richtig, weißt du, von wem du richtig Ruhrpott lernen kannst, aber auch Ruhrpott-Sprüche und Weisheiten aus dem Ruhrgebiet. Und wirklich, der redet noch viel mehr, der Ruhrpott platt, sag mal, ne? Platt als ich. Manuels. Guck an, Manuels Interview danach. Ja, aber der kann auch viele Sprachen und. Ja, der kann sowieso alles. Aber ich schwöre, aber wenn der redet, ne, wenn der Dings redet, Ruhrpott, dann bringt er immer diese Slangs. Potter. Freunde, dieses Buch, wir haben geschrieben. Das ist Kurdo hier bei Was los? Wir sehen uns gleich nochmal bei den Fanfragen wieder, Freunde. Und vielleicht können wir die ein oder andere Box hier verlosen, wenn du Bock hast. Machen wir auf jeden Fall. Yes, ja. Freunde, bis zum Outro. Freunde, yes, yo, yes, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, ey, trifft dich öfter gerne mit Rappers und hört das Album durch auf Snippet-Basis, so, ich sehe jetzt kein Reaction-Video, aber mäßig zusammen anhören, bisschen kommentieren und so halt quatschen, ne? Na, ansonsten, ja, wie gewinnt ihr die 2 Boxen von Kurdo? Schreibt mir einfach in die Kommentare, wer eine haben will, wie lange hörst du schon Kurdo, bist du am Start? Bist du neu dabei? Keine Ahnung. Schreib einfach was Cooles. Ich werde in der nächsten Woche bis zur nächsten Was-Los-Folge oder was random 2 Leute aussuchen. Schreibe euch an und dann sage ich dem Kurdo Bescheid. Am Release-Tag kriegt ihr die dann. Beziehungsweise nach Release. Ihr könnt sie nicht vorher kriegen. Ne? Also, genau. Achtet drauf. Release wurde verschoben. Daher. Yes, ja, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Und ich sage erstmal, und Fanfragen mit Kurdo kommen natürlich auch noch. Yes, ja.